Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 74. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Hessens Maßnahmen für mehr erneuerbare Energien sind bundesweit Vorbild. Das ist der Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Dazu rufen wir auf den dringlichen Antrag der Fraktion der SPD. Die Hessische Landesregierung muss mehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien tun. Und ich darf als erster Rednerin das Wort erteilen der Kollegin Kinkel für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In Hessen nimmt die Energiewende Fahrt auf. Wir bauen erneuerbare Energien aus, wir steigern die Energieeffizienz, und wir werden auch besser bei der Einsparung von Energie. In Hessen heißt es erneuerbar statt nuklear. Wir sind atomstromfrei, und wir erzeugen über 56% erneuerbaren Strom in 2020. Damit sind wir auf einem guten Weg zu einer 100-prozentigen Versorgung aus erneuerbaren Energien. Der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gesagt, er wolle einen gesamtgesellschaftlichen Wettbewerb um den Klimaschutz. Und für uns in Hessen ist das klar. Wir wollen bei diesem Wettbewerb vorne mit dabei sein. Und dass wir heute schon beim Thema Windkraftvorrangflächen weit vorne liegen, hat er auch bestätigt. Hessen ist eines von zwei Bundesländern, die das 2%-Ziel für Fläche für Windkraft bereits jetzt erreicht haben. Letzte Woche hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir den Teilregionalplan Südhessen unterschrieben. Damit sind in Südhessen 1,5%, in Mittelhessen 2,2% und in Nordhessen 2,0% Windkraftvorrangflächen ausgewiesen. Unterm Strich haben wir also eine Quote von 1,9% Fläche, die in Hessen für den Windkraftausbau reserviert ist. Damit kann der Zubau kommen, und das zeigt, womit die Ampel jetzt anfängt. Damit sind wir in Hessen mit grüner Regierungsbeteiligung schon in der Realität angekommen. Robert Habeck hat auch dargestellt, wie dringend der Windkraftausbau Fahrt aufnehmen muss, um dadurch eben die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise abzumildern. Das Ziel heißt, bis 2030 brauchen wir 80% erneuerbare Energien. Und natürlich geben wir uns nicht damit zufrieden, die Flächen nur auszuweisen, sondern ganz klar, diese 2% Vorrangflächen müssen auch mit Windrädern tatsächlich bebaut werden. Nur so werden wir die Klimaziele auch erreichen können. Und da werden wir noch eine Schippe drauflegen. Bundesweit muss da etwas getan werden, aber auch in Hessen. Wir arbeiten daran. Ich komme gleich zu den Maßnahmen. Aber es ist erst einmal gut, dass jetzt endlich auch Rückenwind aus Berlin kommt, um die Energiewende so drastisch zu beschleunigen, wie es eben notwendig ist. Wir können uns in Hessen nicht vom generellen Bundestrend lösen. Das haben wir gemerkt. Die EEG-Ausschreibungen, als die geändert wurden, ist der Windkraftausbau bundesweit eingebrochen, auch bei uns in Hessen. Aber die Landesregierung und die Fraktionen arbeiten daran, um das zu tun, was wir eben in Hessen tun können, um die Hürden für die Windkraft abzubauen. Und eine Hürde für den Windkraft ist der Konflikt mit dem Naturschutz und auch das Thema Akzeptanz. Hier setzen wir mit der Verwaltungsvorschrift Windenergie und Naturschutz an. Verwaltungsvorschrift Windenergie und Naturschutz, ein etwas sperriger Name, aber dahinter verbirgt sich etwas, was wirklich bundesweit einmalig ist. Denn beim Erarbeiten dieser Vorschrift waren sowohl die Naturschutzverbände, also der NABU, der BUND und auch die Hagorn beteiligt, und auch die Windkraftprojektierer saßen mit am Tisch und haben diese gemeinsam erarbeitet. Und das Ergebnis ist sehr gut, weil es einerseits die Verfahren zum Windenergieausbau beschleunigt, gleichzeitig die Rechtssicherheit steigert und auch natürlich etwas für den Artenschutz tut. Das ist gut gelungen. Es gibt jetzt in Hessen die Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Lichert? Nein.
Dafür gibt es in Hessen jetzt die Flächen für den Artenschutz. Außerhalb der 2% Vorrangflächen gibt es gezielte Artenschutzmaßnahmen und Hilfen, um den Lebensraum von geschützten Arten, von windkraftsensiblen Arten zu verbessern. Und das zeigt, Energiewende und Artenschutz geht Hand in Hand. Sozusagen als Nebenerfolg von diesem gemeinsamen Prozess ist auch ein gemeinsames Papier dieser Gruppen entstanden, der darlegt, wie der Windenergieausbau und die Artenschutzmaßnahmen zusammengehen. Weil klar ist, der Klimawandel bedroht natürlich auch die Artenvielfalt. Und bei mehr als 2 Grad Durchschnittstemperatur findet auch der Rotmilan oder der Schwarzstorch nichts mehr zu fressen. Und deshalb ist es gut, dass die Naturschutzverbände klar hinter dem 2%-Ziel für Hessen stehen. Jetzt brauchen wir diese Regelungen auch bundesweit. Es ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum auf der einen Reihenseite andere ältere wissenschaftliche Grundlagen gelten als auf der anderen Reihenseite. Einheitliche Artenschutzvorgaben helfen bei der Rechtssicherheit und bei dem Ausbau der Windenergie, die wir bundesweit ja brauchen. Eine weitere Hürde, die die Windenergie nehmen muss, sind lange Genehmigungswege. Und auch hier haben wir mit der neuen Verwaltungsvorschrift reagiert. Sie gilt seit Anfang letzten Jahres. Und ich bin mir sicher, dass sie zur Verfahrensbeschleunigung beitragen wird. Man sieht es jetzt schon an den neuen Genehmigungszahlen. Und aber auch da ist es gut, dass auf Bundesebene das Thema Planungsbeschleunigung noch einmal angepackt wird und wir auch dafür Unterstützung bekommen. Damit die Genehmigungsbehörden bei den Regierungspräsidien die Verfahren besser und auch schneller abarbeiten können, werden wir 10 zusätzliche Stellen in diesem Haushalt beantragen und dann hoffentlich auch heute Abend gemeinsam beschließen. Und auch von den zusätzlichen Stellen in den Richterämtern profitiert der Windkraftausbau. Weil wir haben in Hessen die Situation, dass annähernd jeder Windpark beklagt wird. Das ist so viel wie in keinem anderen Bundesland. Und wenn dann mehr Personal und eine rechtssicherere Grundlage dazu führt, dass eben schneller gerichtliche Entscheidungen getroffen werden, dann profitieren davon alle, die Bürgerinnen und Bürger, die Projektierer und natürlich auch die Gerichte. Und die letzte Hürde, die wir für den Windkraftausbau noch nehmen müssen, das ist der politische Wille. Hier kann man sich auf uns verlassen. Und an der Stelle habe ich den SPD-Antrag mit etwas Schmunzeln gelesen. Herr Kollege Krüger, Sie wissen ja sicherlich auch, dass es die SPD-Kollegen unter anderem waren, die gegen die Ausweisung von mehr Vorrangflächen in Südhessen gestimmt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt sich ehrlich machen, dann geben Sie doch bitte zu und sagen Sie, dass eben Ihre Parteikollegen in Südhessen nicht für mehr Vorrangflächen stimmen würden, wie Sie das in dem Antrag fordern. Damit der Wille auch bei den anderen steigt, haben wir seit 2015 die Windenergiedividende, die bei Hessen-Forstflächen einen Teil der Pachteinnahmen an die umliegenden Kommunen weitergibt. Nachweislich ist ja eine finanzielle Beteiligung die beste Möglichkeit, um die Akzeptanz zu steigern. Und es macht ja auch Sinn, dass die Kommunen, die die Flächen bereitstellen, wo die Anlagen stehen, dann auch dafür etwas wieder zurückbekommen. Und bei den Landesflächen gibt es auch die Bedingung, dass bei der Vergabe von den Flächen von Hessen-Forst Bürgerbeteiligungskonzepte umgesetzt werden müssen. Das führt dazu, dass zum Beispiel in Nordhessen über die Windparks dort mittels Genossenschaften über 1.000 Menschen in der Region von den Gewinnen der Windkraftanlagen profitieren. Und auch das ist eine ganz wichtige Maßnahme zur Steigerung der Akzeptanz von Windenergie. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir stellen in Hessen die richtigen Weichen für mehr erneuerbare Energien und für mehr Windenergie. Die wichtigste Hürde hat Hessen bereits genommen. Wir haben knapp 2% des Landes als Vorrangfläche für die Windenergie reserviert. Damit sind wir eins von 2 Bundesländern, die dieses Ziel erreicht haben. Und es ist gut, dass dafür jetzt der Rückenwind aus Berlin kommt. In Hessen lösen wir den Widerspruch zwischen Windkraft und Naturschutz auf. Wir beschleunigen die Genehmigungen und mit zusätzlichen Stellen, die wir beantragen werden, und mit Maßnahmen zur Akzeptanz, zur Bürgerbeteiligung setzen wir die Energiewende um und bringen sie voran. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kinkel. Nächster Redner ist der Abg. Grüger für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, wo hier gerade über Schmunzeln geredet wurde, geschmunzelt habe ich auch, als ich den Antrag der Koalitionsfraktionen gelesen habe zum Thema erneuerbare Energien. Besonders zum Schmunzeln fand ich, dass man jetzt versucht, 1,9% der Landesfläche als 2% auszugeben. Das ist eine interessante Definition. Wir haben uns mal gemeinsam darauf geeinigt, dass wir realiter auf 2% der Landesfläche Windkraftanlagen brauchen, damit wir überhaupt in die Lage kommen, die Klimaziele für Hessen zu erreichen. Die ein oder andere erinnert sich an den hessischen Energiegipfel. Und dafür brauchen wir mehr als 2% ausgewiesene Fläche, damit wir nachher realiter auf 2% der Landesfläche Windkraftanlagen brauchen. Und jetzt verkauft uns die Koalition also, 1,9% sind 2%. Dabei müssten es ja mehr als 2% sein. Das ist wirklich mehr als zum Schmunzeln. Die Realität sieht halt eben ganz anders aus in Hessen. Die Realität sieht halt so aus, dass wir in 2021 18 neue Windkraftanlagen dazu bekommen haben. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, in Brandenburg waren es 104. 104 zu 18. Das ist das Verhältnis Hessen zu Brandenburg. Da kann man sich auch mal angucken, wer da die Regierung führt jeweils. Da muss man allerdings doch der Wahrheit Genüge tun und sagen, in Hessen sind gleichzeitig auch noch 6 Windkraftanlagen abgebaut worden. Wir reden gar nicht über 18 zusätzliche, sondern also tatsächlich über 12 zusätzliche Anlagen. Das ist der Erfolg in Hessen. Ja, das kannst du ja auch noch sagen. Also steter Tropfen höhlt den Stein, oder wie es so schön heißt, Grundlage jeder Pädagogik ist die stete Wiederholung. Und 12 Anlagen zusätzlich. Und also tut mir leid, liebe Koalitionsfraktionen, das ist wirklich kein Grund zum Feiern. Das ist auch kein Grund, hier so einen Antrag zu stellen, sondern das ist ein Grund, in Sack und Asche zu gehen. Und wir brauchen tatsächlich stärkere Anstrengungen, um mit der Energiewende in Hessen voranzukommen. Und liebe Grünen, ich weiß ja, wer der Bremsklotz ist. Das ist der Bremsklotz, den wir im Bund losgeworden sind. Das ist der Bremsklotz, den wir gemeinsam im Bund losgeworden sind. Ja. Und es freut mich ja, dass es den positiven Bezug auf unseren neuen Wirtschafts- und Klimaminister gibt. Und es freut mich ja, dass die Hoffnung groß ist vonseiten der Grünen, und das ist übrigens auch unsere Hoffnung, dass der jetzt tatsächlich auch die Bremsen löst und dafür sorgt, dass tatsächlich die Bremsen, die wir gerade aus dem Wirtschaftsministerium auf Bundesebene gehabt haben, jetzt gelockert werden. Aber es ist halt nicht nur die CDU das Problem in Hessen. In Hessen ist der Wirtschafts- und Klimaminister, der Wirtschaftsminister von den Grünen gestellt, und zwar schon seit einigen Jahren. Es ist halt nicht so, dass wir, auch wenn der Wirtschaftsminister in Hessen das immer anders darstellt,
dass es unter den Bedingungen, die wir bundesweit haben, nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Zahl, die ich gerade genannt habe aus Brandenburg, zeigt es anschaulich. 104 Anlagen gegenüber 12 in Hessen. Also das heißt, das waren ja die gleichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene, die gleichen Rahmenbedingungen. Es muss also ganz offensichtlich in Hessen speziell hessische Probleme geben. Und die speziell hessischen Probleme haben etwas damit zu tun, dass die Koalitionsfraktionen jetzt versuchen, abzufeiern, 1,9 ist gleich 2, interessante Mathematik. Das ist eines der Probleme in Hessen, dass wir nicht genügend Flächen zur Verfügung stellen, dass über die Hälfte der Flächen, die hier zur Verfügung gestellt werden, aufgrund falscher Vorgaben im Landesentwicklungsplan gar keine wirklich hohe Windgeschwindigkeit darstellen. Es sind keine Flächen über 6 Meter pro Sekunde, die wir brauchen würden, um wirklich einen schnellen Ausbau der Windkraftanlagen hinzubekommen. Und vor allen Dingen, wir haben in Hessen ganz offensichtlich ein überbordendes Bürokratieproblem. Die Genehmigung von Windkraftanlagen funktioniert in anderen Ländern schneller als in Hessen. Das ist Tatsache. Und das muss angegangen werden. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass die zuständigen Behörden personell unterausgestattet sind. Aber das ist dann halt eben eine Aufgabe der hessischen Landesregierung, dafür zu sorgen, dass die personelle Ausstattung besser wird. Und auch wenn die Zahlen beim Zubau von Photovoltaik deutlich besser sind als bei der Windkraft, Windkraft ist aber nach wie vor das Backbone der Energiewende, wäre es natürlich schön, wenn Hessen auch im Bereich der Photovoltaik sich an anderen Ländern orientieren würde, was die Förderung des Ausbaus von Photovoltaik angeht. Auch da ist noch viel Luft nach oben. Also insofern, meine Damen und Herren, liebe Regierungskoalition, sehen wir, dass die Energiewende in Hessen tatsächlich deutlich beschleunigt werden kann. Wir vermuten, dass aber nach wie vor hier die Behinderung seitens insbesondere der CDU-Fraktion dies unmöglich macht. Wir wünschen unseren grünen Freundinnen und Freunden viel Erfolg dabei, das voranzubringen. Wir hoffen vor allen Dingen, dass der Wirtschaftsminister den Rückenwind, den er jetzt aus Berlin bekommt, auch nutzt, um die Energiewende in Hessen richtig voranzubringen. Wir unterstützen das sehr, und wir sind der Meinung, dass wir in Hessen deutlich besser werden können und deutlich besser werden müssen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Glück auf. Vielen Dank. Rüger. Nächster Redner ist der Abg. Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich mag Chuzpe. Wirklich. Ich finde es gut, dass hier mal Mut gezeigt wird. Und ich finde es ausgesprochen mutig, dass die Fraktion der Grünen, vielen Dank, ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass es ein gemeinsamer Antrag ist, aber die Grünen haben sich ja hingestellt und das zum Setzantrag gemacht. Und ich finde es ausgesprochen mutig, dass Sie sich hier hinstellen und das Fleißsternchen am Bande mit Blümchen und Girlanden einfordern für eine politische Entscheidung, die vor über 10 Jahren gefallen ist, nämlich die besagte Ausweisung von 2% der Landesfläche. Und ich bin sicher, der geschätzte Herr Kollege Rock wird uns darauf hinweisen, unter welcher Regierung das damals passierte. Ich habe da so ein Gefühl. Richtig daran ist nur, dass Robert Habeck nun dieses 2%-Ziel auch deutschlandweit umsetzen will. Aber wollen Sie denn jetzt wirklich dafür die Lorbeeren, dass es 10 Jahre gedauert hat, die meisten davon unter Schwarz-Grün, dieses Ziel nun in hoffentlich
rechtsgültige Regionalplanung umzusetzen. Und sollen wir uns denn wirklich einmal den tatsächlichen Windenergieausbau in Hessen genauer anschauen? Ja, Herr Grüger hat ja da schon ein paar Sätze dazu gesagt. Und vor allen Dingen im zweiten schwarz-grünen Kabinett sehen diese Zahlen ja eher mäßig aus. Glauben Sie denn, dass diese Zahlen trotzdem den Titel rechtfertigen, Hessens Maßnahmen für mehr erneuerbare Energien sind bundesweit Vorbild? Ich glaube das nicht. Aber aus Sicht der Grünen sind das natürlich nur kleine Details. Zumindest wenn man so wie Robert Habeck O-Ton Geschichte schreiben will. Es geht also wieder einmal um die ganz große Politik. Und vergessen wir es bloß nicht, die Rettung des Planeten vor der sogenannten Klimakatastrophe. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch völlig in Ordnung, Klima und Naturschutz gegeneinander auszuspielen. Und alle Beteuerungen von Frau Kinkel zum Trotz ist genau das, was passiert. Aber die SPD kann das sogar noch toppen. Jetzt wird allen Ernstes die kleine Wasserkraft gefordert, die bestenfalls einen marginalen Beitrag energiepolitisch leisten kann, aber natürlich mit enormen Natureingriffen verbunden ist. Verlassen wir kurz die hessische Bühne. Betrachten wir die Wirkungen der Energiewende im Besonderen und des Klimaschutzes im Allgemeinen und vor allen Dingen die Begleiterscheinung. Das EEG ist nun über 20 Jahre alt, die Energiewende über 10 Jahre alt. Schauen wir uns also, was dabei herausgekommen ist. Und dann können wir über das Fleißsternchen am Bande ja noch einmal nachdenken. Die Forderungen nach mehr Erneuerbaren kann man gar nicht von dem Gesamtkomplex der sogenannten Energiewende trennen. Und dieser Gesamtkomplex Energiewende ist voll von Abhängigkeiten, Zusammenhängen und vor allen Dingen Problemen, die noch nicht gelöst wurden. Das ist ein unumstößliches Faktum. Und dafür gibt es einen ganz einfachen, auch Abgeordneten sicher zu verstehenden Beweis, nämlich die Strompreise. Wir alle wissen, in den letzten Jahren kennen die Haushalts- und Gewerbestrompreise nur eine Richtung, nach oben. Und der eine oder andere findet es ja vielleicht gut, dass es auch noch Felder gibt, wo Deutschland Spitze ist. Aber dass es ausgerechnet der Strompreis unter allen Industrieländern sein muss, nein, wir finden das nicht gut. Und dass dies ein Problem ist, hat sogar die Ampel erkannt. Wie anders ist das hektische Treiben, um die Abschaffung der EEG-Umlage zu erklären. Und das ist im Übrigen eine der ältesten AfD-Forderungen überhaupt. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt auch auf diesem Erkenntnisniveau angelangt sind. Werte Kollegen, schauen wir doch einmal, was ist denn eigentlich schlimm und böse an der EEG-Umlage und damit an der Energiewende? Erstens. Die Energiewende ist ein energiepolitischer Sonderweg in Europa. Meine Damen und Herren, ich denke, wenigstens da haben wir Konsens, dass deutsche Sonderwege Deutschland und Europa noch nie Glück gebracht haben. Merkels zweite Energiewende innerhalb weniger Monate war völlig unabgestimmt. Und die jüngste Diskussion über die EU-Taxonomie beweist, dass wir gerade beim Thema Kernkraft ja wieder einmal viel schlauer sind als alle unsere europäischen Nachbarn, und wir wissen es einfach besser. Zweitens. Die Energiewende hat keine nennenswerte Reduzierung europäischer CO2-Emissionen gebracht, sondern nur eine Verlagerung. Mehr Erneuerbare in Deutschland haben natürlich fossile Stromproduktion verdrängt. In Deutschland. Dadurch wurden allerdings Emissionsrechte frei. Und das ist einer der Gründe, warum bis 2017 die Emissionsrechte auch auf dem erbärmlichen Niveau von 5 Euro herumdümpelten. Ein marktwirtschaftlicher Anreiz, der Sinn des EU-Emissionshandels, war damit durch Deutschland de facto ausgelöscht, die Wirkung quasi null. Herr Minister Al-Wazir musste im Ausschuss bestätigen, dass wir in Deutschland in den letzten 10 Jahren relativ stabil CO2-Vermeidungskosten um die 200 € pro Tonne haben. Es oszilliert ein wenig zwischen 190 und 215 € je nach Jahr. Also etwa das 40-fache der 2017er Kosten für Emissionsrechte.
Aber keine Sorge, das ist viel besser geworden, denn jetzt sind auch die Emissionsrechte sehr viel teurer. Jetzt liegen wir nur noch beim 2- bis 3-fachen. Ein großer Schritt für Deutschland. Aber sind denn dadurch überhaupt CO2-Emissionen gesunken? Nein, das sind sie nicht, denn sie sind nur innerhalb der EU umverteilt worden. De facto haben wir mit dem EEG, also CO2-intensive Produktion, in anderen europäischen Ländern subventioniert. Meine Damen und Herren, das ist so eigentlich ein bestürzender Befund. Aber halt, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Subventionen stammen nämlich per Definition aus dem Haushalt, aus dem Steuersäckel. Und das ist bei der EEG-Umlage ja nicht der Fall. Und damit kommen wir zum dritten Kritikpunkt. Es handelt sich bei der EEG-Umlage um eine äußerst unsoziale Umverteilung von unten nach oben. Besserverdiener haben z.B. über eine eigene Solaranlage natürlich die Möglichkeit zu profitieren. Sie können sich auch bei entsprechenden Kapitalanlagen an Windparks und sonstigem beteiligen, gehören also zu den Profiteuren. Geringverdiener haben dazu natürlich keine Chance. Eine Zahlung aus dem Steuertopf ist deswegen auch sozial viel gerechter, weil der natürlich durch eine progressive Einkommensteuer gefüllt wird. Aber glauben Sie doch bitte nicht, dass es einem Mangel an sozialer Gerechtigkeit geschuldet ist, dass die Ampel das jetzt ändern will, sondern da können Sie nur die Kosten der Energiewende besser verstecken. Kommen wir zu einer weiteren Großbaustelle der Wendehälse, nämlich der Verkehrswende. Über Elektromobilität und so weiter könnte man natürlich viel sagen, will ich aber nicht. Ich will zum entscheidenden Punkt kommen. Die Verkehrswende in ihrer heutigen Form ist umweltpolitisch kontraproduktiv und auch hier wieder sozial höchst ungerecht. Wer den Verkehr sauberer machen will, muss er dafür sorgen, dass moderne Fahrzeuge mit geringerem Verbrauch und besseren Abgaswerten natürlich schneller in die Fläche kommen. Das bedeutet, sie müssen für möglichst viele Bürger erschwinglich sein. Aber genau das Gegenteil passiert. Es wird kaum eine politische Maßnahme ausgelassen, um individuelle Mobilität und Fahrzeuge teurer zu machen. Und das konterkariert natürlich die umweltpolitischen Ziele. Über Fahrverbote redet zurzeit keiner. Aber wie viele Autos in Hessen werden denn davon potenziell betroffen? Über 1 Million. 640.000 allein im Regierungspräsidium Darmstadt, und das sind ja, sage ich mal, die typischen Pendlerregionen in Rhein-Main. Was glauben Sie denn, wem diese Fahrzeuge gehören? Sind das Nostalgiker und Spekulanten, die auf einen Oldtimer-Status warten, um da mal so richtig abzusahen? Nein, es sind Familien. Familien mit geringem Einkommen, die sich die Mieten im Ballungsraum schon lange nicht mehr leisten können, aber auf das Fahrzeug angewiesen sind, um ihren Arbeitsplatz überhaupt noch behalten zu können. Glauben Sie, Sie helfen diesen Familien dadurch, dass sie besseren Verdienen auch noch Tausende von Euro für überteuerte Elektromobile hinterherwerfen? Was für ein Schlag ins Gesicht. Und dann werden die Mieter zum Schluss auch noch drangsaliert, nämlich über die Modernisierungsumlage, die sie zu tragen haben. Ich brauche die Zahlen nicht wieder zu referieren. 500 Milliarden für 3% Energieeinsparung in den letzten Jahren. Niederschmetternd. Und der beste Beweis, dass ich damit recht habe, den liefert ausgerechnet die SPD. Denn warum sonst hätten Sie die Modernisierungsumlage von 11% auf 8% gesetzt? Meine Damen und Herren, dieser Klimaschutz ist Klassenkampf von oben gegen unten. Die Partei der Bessersubventionierten stört das nicht. Aber offenbar scheint es die SPD auch nicht zu stören. Ihr Vorschlag, Solarspeicher zu subventionieren, auf Landesebene. Wer hat denn da was davon? Natürlich nur diejenigen, die auch Eigenheimbesitzer sind. Und insofern kein Wunder, dass sich die kleinen Leute von Ihnen abwenden. Sie vertreten ihre Interessen nicht mehr. Sie müssten bitte zum Ende kommen, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. In der Tat, ich komme zum Schluss. Wir wollen diese Energiewende, wir wollen diesen Klassenkampf von oben nach unten nicht. Und deswegen können wir diese Anträge nur ablehnen. Danke sehr, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Gerntke für die Fraktion DIE LINKE.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessens Maßnahmen für mehr erneuerbare Energien sind bundesweit Vorbild. So heißt dieser Lobhudelantrag von CDU und GRÜNEN. Und darunter machen Sie es anscheinend nicht. Noch vor Kurzem sprachen wir hier über die Zahl von 4 neuen Windrädern in Hessen im Jahr 2019. Seitdem ging es aufwärts. Wie es aufwärts ging, das ist hier ja schon geschildert worden. Einen konkreten Anlass für Ihren Jubelantrag kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Bereits im letzten Sommer haben Sie, Herr Al-Wazir, sich hier im Plenum dafür gefeiert, dass in Hessen 1,9% der Landesfläche als Windvorranggebiet ausgewiesen worden sei. Ein Dreivierteljahr später ist es jetzt immer noch 1,9%. Also der Fortschritt ist eine Schnecke. Der Fortschritt ist eine Schnecke, jedenfalls in Hessen, obwohl Schnecken ja wenigstens überhaupt vom Fleck kommen. Sie haben also das 2%-Ziel immer noch nicht erreicht, aber feiern schon mal. Also ich habe nichts gegen eine optimistische Lebenseinstellung. Aber der Punkt ist, wir brauchen die 2%, auch das ist schon gesagt worden, ja nicht nur theoretisch ausgewiesen, sondern wir brauchen sie am Ende ja praktisch mit Anlagen bebaut. Das Kriterium ist ja nicht die Theorie, sondern das Kriterium ist die Praxis. Selbst 2% hieß ja im Umkehrschluss, 98% des Landes sind planerische Windkraftausschlussfläche. Das heißt, wir müssen dann die verbliebenen 2% auch gut nutzen. Also bundesweit Vorbild, das sagen Sie. Tatsächlich gilt, glaube ich, eher der Grundsatz, willst du Hessen vorne sehen, dann musst du die Tabelle drehen. Egal welchen Bundesländervergleich man bemüht, Hessen ist eher hinten. In absoluten Zahlen der Windräder belegt Hessen den 9. Platz der 16 Länder. Und wenn man es auf die Fläche umrechnet, dann ist es der 12. Platz. Und die Windkraft ist hier jetzt nur ein exemplarisches Beispiel für das schneckenhafte Vorankommen der erneuerbaren Energien schlechthin. Bei Solar, Biomasse und Wasserkraft ist die Lage ja nicht grundlegend anders. Und auch hier muss erheblich beschleunigt werden, wenn wir auf einem Pfad zum 1,5-Prozent-Grad-Ziel kommen wollen. Und wenn man dann nach 7 Jahren Schwarz-Grün eine solche Bilanz hat, dann würde ich mit Hessen-Vorn-Anträgen mich ein bisschen zurückhalten. Und klar ist natürlich, es gibt Faktoren, auch jenseits der Landespolitik, die Demontage des EEG im Bund zum Beispiel. Da hat natürlich die Bundesregierung den größten Hebel. Das EEG muss wieder gestärkt werden und das Ausschreibungssystem und Ausbaudeckel müssen weg. Aber zurück zur Landesebene. Der SPD-Antrag, der jetzt noch reinkam, der geht schon eher in die richtige Richtung. Aber was gebraucht wird für eine echte Energiewende, da wollen wir noch weitergehen. Der Umbau der Energiewirtschaft und die Dezentralisierung der Erzeugung, die gehören zusammen. Und unser Ansatz ist es, die Energiewende von unten, etwa aus den Kommunen oder aus Genossenschaften in Bürgerinnenhand. Und hier kann die Landesregierung noch viele Hindernisse aus dem Weg räumen. Zum Ersten, es braucht die Flächen. Hier kann auch Hessenforst noch tätig werden und Kommunen Waldflächen überlassen. Zum Zweiten, die Gemeinden müssen wieder kommunale Solarsatzungen, die müssen wieder erlaubt werden für die Gemeinden. Und zum Dritten, die Dächer der Landesliegenschaften müssen für Photovoltaik genutzt werden. Da gibt es noch viel Platz. Also am Ende kann man sagen, es gilt, die Energiewende und der Klimaschutz sind nicht in erster Linie Fragen des technisch Machbaren, sondern sie sind Fragen des politischen Willens. Und da finde ich es sehr schade, dass der gerade bei den hessischen Grünen auf der Strecke geblieben zu sein scheint. Und hier ist geredet worden von Bremsklötzen. Richtig, da gab es einen ziemlich schwarzen Bremsklotz. Der ist jetzt im Bund beseitigt. Aber ob man wirklich einen Fortschritt hat, wenn man einen schwarzen Bremsklotz durch einen neuen Bremsklotz, einen gelben Bremsklotz ersetzt, das finde ich, wäre dann auch noch mal zu klären. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Gernke. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Setzpunkt der GRÜNEN zum Thema Klima, etwas überraschend. Da haben Sie ja die letzten drei Jahre in dieser Legislaturperiode noch keinen Schwerpunkt setzen können. Und ich begleite ja das Thema Energiepolitik schon länger. Und ich erinnere mich noch gut, wie Sie vor acht Jahren leider in die Regierung gekommen sind als GRÜNE. Da war Ihr Slogan noch Grün wirkt. Dann haben wir fünf Jahre lang erlebt, wie Grün welkte, also gerade in der Klimapolitik. Also früher in der Opposition jedes Jahr ein Klimagesetz. Dann in der Regierung eine Regierungserklärung, die war schon relativ mau. Und dann ein Absichtsprogramm über Klimaschutz mit ein paar Maßnahmen, von denen Sie die meisten noch nicht umgesetzt haben. Das war die erste Legislaturperiode. Und jetzt in der zweiten Legislaturperiode, nach drei Jahren, kann man sagen, Grün wirkte. War Ihr erster Slogan, dann kamen Sie an die Regierung, dann welkten Sie, und jetzt sind Sie wirklich verwelkt. Das kann man hier deutlich an dieser Bilanz ablesen, sehr geehrte Damen und Herren. Und woran sieht man das? Drei Jahre lang keine Regierungserklärung zum Thema Klimaschutz von den GRÜNEN. Keine Regierungserklärung, obwohl Sie die zentralen Ministerien besetzen. Kein Gesetzentwurf für Klimaschutz, kein Klimagesetz, keine einzige Initiative auf Gesetzesebene zum Thema Klimaschutzziele. Nichts, sehr geehrte Damen und Herren, von den GRÜNEN seit acht Jahren. Und was mache ich, wenn ich nichts vorzuweisen habe? Das haben wir ja bei dem Klimagesetz gesehen. Da hat dann das Ministerium, Tariq Al-Wazir, hat gesagt, nee, in Hessen gibt es doch ein Klimaschutzgesetz. Ja, das war aus den Zeiten von Schwarz-Gelb, was er damals massiv noch kritisiert hat. Und dann hat er gesagt, nee, wir haben ein Klimaschutzgesetz. Zu tun hat er damit nur nichts gehabt, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn man so eine Politik macht, muss man ja konsequent bleiben. Also wenn ich nichts vorzuweisen habe, nichts aus dem eigenen Spektrum vorzuweisen habe, dann muss ich auch konsequent die Politik anderer Leute als meine verkaufen, sehr geehrte Damen und Herren. Und so kommen wir jetzt zu dem 2-%-Ziel, dass es aus Hessen, der schwarz-gelben hessischen Landesregierung, bis hin den Koalitionsvertrag in Berlin geschafft hat. Und das wird jetzt noch als die große grüne Leistung verkauft, sehr geehrte Damen und Herren. Na ja, da kann man nur sagen, super Bilanz, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt wissen Sie ja, dass die 2% Flächenziel von mir und von den Freien Demokraten im Laufe der Debatte um Energiepolitik nicht mehr als zentrales Thema gesehen worden ist. Aber manche Dinge überleben sich halt eben nicht, und sie werden immer weitergeführt. Ich bin auch dankbar, dass der Kollege Krüger hier noch einmal ausgeführt hat, dass Hessen eben kein optimaler Windstandort ist. Das ist es einfach nicht. Wir haben ein Windgutachten hier gemacht. Da war der Schwellwert 3,7 Meter pro Sekunde Wind, und heute braucht eine große Windkraftanlage, um sie gut zu betreiben, mindestens 5 Meter. Sie haben 6 Meter gesagt. Also das sind eben die Windgeschwindigkeit, die diese gigantischen 300 Meter hohen Anlagen brauchen. Die haben wir halt nicht so wie an der Küste. Und wir haben eben einen enormen Waldbestand. Das macht es sehr schwierig. Und im Ballungsraum sind wir eng besiedelt. Da können wir die Abstände nicht einhalten. Und aus diesen Gründen sind wir eben nicht gut geeignet für das Thema Windvorrangflächen und für das Thema Windenergie. Und darum haben wir trotz aller Mauscheln, Tricksereien nicht 2% erreicht, obwohl sie das ja unbedingt wollten. Und auch das zeigt, dass dieses Hessen an dieser Stelle eben nicht die Ziele erreicht hat, aber nicht, weil sie, sage ich jetzt mal, politisch nicht in der Lage waren. Sie haben wirklich alles versucht, diese 2% zu erreichen, sind an alle Regeln und alle Möglichkeiten gegangen. Aber wir sind eben nicht geeignet für diese 300 Meter hohen Anlagen in dieser Anzahl, weil Hessen kein optimales Windland ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und was haben Sie jetzt eigentlich für eine Bilanz, wenn Sie sagen, Hessen vorn? Was ist denn eigentlich die Bilanz? Und dann, Frau Hinz ist leider nicht da, aber sie hat ja eine Bilanz vorgelegt für Hessen. Frau Hinz hat eine Klimaschutzbilanz für Hessen vorgelegt. Und da kann ich natürlich nur 2019 nehmen, weil ich denke, Corona-Zeiten und Klimaschutz zusammenzuführen, das ist schon nahe an Zynismus, das möchte ich nicht, sondern das sind schwierige Zeiten gewesen, auch für die Wirtschaft, dann sind andere Zahlen da. Also kann ich nur 2019 nehmen. Und in 2019 ist es ganz klar, in Deutschland CO2-Einsparung von über 5% in Deutschland. Und was ist in Hessen? 0,2%.
0,2%. Wir fallen brutal ab im Vergleich zu Deutschland. Das ist doch keine optimale Bilanz, an der sich irgendjemand messen lassen kann. Und der Flugverkehr ist nicht dabei bei dieser Bilanz. Also von daher, sehr geehrte Damen und Herren, was Grüne hier abliefern in Hessen, das ist nicht vorbildlich, sondern das ist ganz weit hinten in unserem Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann Frau Kinkel, Artenschutz. Also Artenschutz wird in der Regel auf europäischer Ebene verhandelt und nicht auf Landesebene. Sie können hier ja Verordnungen machen, wie Sie wollen. Und Sie haben das ja 2021 vom Verwaltungsgerichtshof Kassel erklärt bekommen. Artenschutz ist europäisches Recht und das ändern Sie hier im Hessischen Landtag und in der Hessischen Landesregierung nicht einfach. Und darum haben Sie ja auch Ihre Verordnung um die Ohren geschlagen bekommen und der Verwaltungsgerichtshof hat ganz klar den Artenschutz verteidigt und Sie können diesen Widerspruch nicht einfach mit so einem Handstreich auflösen und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen den Schutz der Tiere auf einen Populationsschutz reduzieren, dann ist das interessant für alle, die Autobahnen wollen, Gewerbegebiete ausbauen wollen oder Windräder bauen wollen. Aber es ist ein völlig neuer Ansatz im Artenschutz. Und viele Ihrer Mitstreiter und Kollegen würden sagen, das wäre ein gigantischer Rückschritt im europäischen Artenschutz. Aber die Bewertung überlasse ich dann Ihnen und Ihren Fachleuten. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass wir das hier in Hessen und nicht mal in Berlin ändern. Das ist eindeutig europäische Vorgabe. Und darum muss das vielleicht in Brüssel geändert werden, aber nicht bei uns, sehr geehrte Damen und Herren. Und dafür kann man sich hier im Land auch wirklich nicht loben, sehr geehrte Damen und Herren. Aber dann, Frau Kinkel, ich muss echt sagen, diese Leistung, die Sie hervorbringen, dass Sie hier vorgehen und sagen, ja, wir haben 56% der in Hessen erzeugten Energie, ist jetzt regenerativ erzeugt und wir sind auf dem Weg zu 100% Versorgung, auf einem guten Weg, das ist echt eine Fake News. Das ist wirklich eine Fake News, das muss man so sagen. Sie wissen ganz genau, dass die regenerativen Energien, speziell die Windkraft, im Endenergieverbrauch in Hessen 1,9% ausmacht. Kann man überall nachlesen. Deutschlandweit Windenergie 3%, in Hessen nur 1,9%. Im Endenergieverbrauch, das sind die 100%, von denen Sie gesprochen haben. Dann verbinden Sie das mit einem Bundesland, das seine zwei Großkraftwerke ausgeschaltet hat, Staudinger und Biblis, und nur noch wenig Erzeugung hat. Und von der wenigen Erzeugung wird halt jetzt die Hälfte von Windrädern erzeugt. Aber der Großteil des Stroms kommt eben durch Importe aus, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen, aus der Braunkohle. Das ist doch Ihre Politik. Sie versuchen den Menschen darzustellen, eine Bilanz, die es noch gar nicht gibt. Sie müssen doch vom Endenergieverbrauch ausgehen. Und da hat sich nichts getan. Dann haben wir nämlich 4% regenerative Energien. Den größten Anteil ist nämlich Holz im waldreichen Hessen. 4% regenerative Energie ist Holz und die Hälfte davon ist nämlich nur Wind. Und bei Solar ist es so, dass die Biogasanlagen immer noch doppelt so viel machen wie unsere Solaranlagen in Hessen. Also wir sind eben durch unsere Waldreichtum anders aufgebaut und haben andere Schwerpunkte. Und das können Sie doch nicht hier einfach so verschwurbeln und den Leuten ein Bild zeichnen, das es gar nicht gibt, sehr geehrte Damen und Herren. Da haben Sie auch eine politische Verantwortung. Und jetzt hätte ich noch so viel zu sagen. Es ist ja schön, dass Sie mal wieder was zu dem Thema sagen, uns diskutieren lassen, weil Ihre Bilanz so ernüchternd ist, dass man das ja gerne tut. Aber sich hier hinzustellen, mit der CDU einen Antrag einzubringen und zu sagen, das geht jetzt alles gut voran, weil das Bremsklotz CDU in Berlin endlich weg ist, da muss ich schon sagen, liebe CDU, da seid ihr ja zu einigem fähig mittlerweile hier mitzutragen. Das hätte ich euch ja gar nicht zugetraut. Aber man staunt ja immer, wie flexibel hier die Kollegen von der CDU sind. Also Sie werden ja hier den Antrag jetzt mitbeschließen. Ich kann nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie den Erfolg der Energiewende anhand der installierten Windräder messen wollen, werden Sie einfach scheitern, weil das ist auch nicht die Währung im Klimaschutz. Die Währung im Klimaschutz ist und bleibt die Vermeidung von CO2-Emissionen. Und wenn ich CO2-Emissionen vermeiden kann, dann spielen noch zwei andere Faktoren eine wichtige Rolle. Nämlich die Kosten der Vermeidung, weil nämlich alle das tragen müssen und die Akzeptanz der Energiewende von den Kosten massiv abhängig sein wird. Also CO2 vermeiden, Kosten, so mit minimalen Kosten dieses CO2 zu vermeiden und wir wissen, dass wir Zeitdruck haben. Und da muss ich sagen, die drei Faktoren sind die entscheidenden. Und wenn ich dann noch mal kurz auf Ihre Windräder kommen darf. Wir haben die EEG-Förderung seit mehr als 20 Jahren. In den mehr als 20 Jahren sind in Hessen mehr als 1.000 Windräder errichtet worden. Von den 20 Jahren regieren Sie leider jetzt schon 8. In diesen 8 Jahren sind 72 Windräder errichtet worden. Und wie der Herr Grüger netterweise gesagt hat, sind auch noch 6 abgebaut worden.
Ja, dann haben Sie aktuellere Zahlen. Aber wenn da jetzt ein Faktor 100 anders wäre, dann wäre das vielleicht interessant. Wenn Sie 20 mehr haben, dann ist es von mir egal. Ich bin ja immer auf die kleinen Anfragen angewiesen, die wir haben. Und das ist doch ganz klar. In dieser Geschwindigkeit können wir die Ziele, die wir jetzt, uns gegeben haben in Berlin, nicht einhalten. Und darum haben wir ja auch gesagt, wir brauchen Gaskraftwerke, wir brauchen Wasserstoff, wir müssen Energie importieren. Das sind richtige Bestandteile. Ich wünsche mir, dass der neue Energieminister in Berlin nicht nur über Windräder redet, sondern über den gesamten Koalitionsvertrag, das wir da gemeinsam vereinbart haben. Weil wir müssen jetzt schnell, kostengünstig CO2 einsparen. Und das geht nicht mit 100%. Das geht nicht mit 100% Ideologie, das geht nur mit 100% Engagement und Vernunft. Und dafür treten wir ein für eine vernünftige Energiepolitik. Und die muss dann auch erfolgreich sein, denn wir brauchen Klimaschutz, denn wir sind der Meinung, dass wir natürlich CO2 einsparen müssen, um unsere Umwelt zu schützen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock.